Einen wunderschönen guten Tag zurück an YouTube. Ich hoffe, euch geht's gut und wir sind ja wieder in unserer Jagdhütte. Ich habe gerade schon gesagt, wir müssen weiter Enten jagen und ich überlege gerade, wir sollten eigentlich bloß. Ja, wir müssten da hinreisen. Wir brauchen halt noch ein Kilo von den Veilchenenten. Und dann ist die Sache endlich erledigt. Deswegen würde ich wieder hierhin machen. Und gucken, ob wir irgendwelche Veilchenenten finden. Wir brauchen halt bloß noch eine oder zwei Stück. Und dann haben wir es ja schon. Das sollte dann eigentlich funktionieren. Und ich hoffe, wir kriegen das heute hin. Dann ist die nämlich endlich mal abgeschlossen, die Mission. Und ansonsten, ja, habe ich auch gerade schon gesagt, ich würde eigentlich gerne mal in andere Gebiete, weil es gibt ja Afrika zum Beispiel und es gibt ja Alaska und ich weiß gar nicht, was gibt es noch, Transsilvanien. Und da würde ich eigentlich auch gerne mal hin und einfach mal gucken, hey, was kann ich denn da jagen und sowas? Aber das Problem ist ja bei den Sachen, dass da keine Story weitergeht. Aber wir haben ja trotzdem Jagdhütten und sowas, wenn ich das richtig gesehen habe. Und wartet mal, ist mein... Ach, deswegen. Ich habe wieder vergessen, meine Kopfhörer auszumachen. Und deswegen... Habe ich keine Energie. Oh, jetzt aber laut. Das ist so behindert, dass meine Kopfhörer ein Kabel haben, aber trotzdem Energie brauchen für guten Sound. So, gut. Schauen wir mal. Heute ist das Wetter ja ziemlich bewölkt. Ist eigentlich der Elch wieder da? Ne, sieht nicht danach aus. Da hinten ist ein Elch. Da sind mehrere Elche. Ja, okay. Aber keiner mit großen Schaufeln oder sowas. Also Geweih sozusagen. Na, mal gucken. So, hier konnte ich doch irgendwo runter, ne? Ja, das sieht gut aus. Zack. Ja, und wir sollten vielleicht mal zu den anderen Jagdhütten auch fahren, weil bei jeder gibt es eine Mission. Und ein bisschen mehr erkunden. Ich habe auch Kommentare gehabt bei den YouTube-Videos, dass ich mal gucken soll. Bei dem Lager habe ich anscheinend die Karte vergessen anzuklicken. Da könnte man noch mal gucken. Die würde ich zu gern wegschießen, ne? Aber ich krieg die Enten ja kaum im Flug hin. Wie soll ich das dann hinkriegen? Gut, schauen wir mal weiter. Da sind Rossgänse, die brauche ich aber nicht. Also Rossschneegans. Ich brauche die Veilchenente. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir zuerst hin? Die hatten hier drüben eine Bedürfniszone. Und die hatten dann halt da drüben eine Bedürfniszone. Ich werde erstmal hier rüber gehen. Und dann schauen wir uns mal an, ob wir da was finden. Vielleicht sind sie ja irgendwo. Ja. Ach, hier war alles Elch, ja. Wir gucken mal. Wie gesagt, wir brauchen noch ein Kilo. Vielleicht haben wir Glück und wir finden eine fette. Ansonsten Veilchenenten. Sehr gut. Der Wind steht sehr gut für uns. Genau die brauchen wir. Oh, fängt gut an. Schön, dass wir sie gleich finden. Da freue ich mich. Jetzt muss ich bloß noch hinkriegen, sie auch zu schießen. Da sind sie und da sind die Elche. Okay, oh, das, die sind
Die sind gerade echt gut. Ah, die sind zu weit weg. Die würden gerade echt gut vom Ziel her sein. Aber jetzt bin ich wieder so weit unten. Ah. Na, mal gucken. Vielleicht der Elch kommt näher. Shit. Ah, von hier sehe ich die nicht. Moment. Gab es ein Update für das Spiel? Was ich nicht mitgekriegt habe? Ah, wenn die kommen würde, wäre super. Da kommt einer. Da oben kommt einer. Super, super, super. Okay, die holen wir uns. Nice. Die haben wir. Und somit haben wir auch gleich den locker ein bisschen gelevelt. Finde ich super. Ich weiß nämlich nicht. Warte mal, war das hier? Ich gehe erstmal die Ente holen. Und dann können wir gucken. Was bist du denn für eine? Ja, Veilchenente. Schön. 21 gibt's und wir haben 1,5 Kilo. Wir haben die Mission erfüllt. Trophäen je. Trophäenwertung 3 sogar. 71%. Okay, ist okay. Ist eine ausgewachsene gewesen. Nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Aber ja, verkaufe ich, weil Mission. Nice. Mission erfüllt. Nice. Damit haben wir es endlich geschafft. Hat ja auch lange genug gedauert. Ja, na gut, hier wird jetzt nichts mehr sein, weil. Wo? Ach, da oben fliegen sie, ne? Ja, da oben fliegen sie. Die Veilchenenten. Gut. Schön, dass wir die Mission haben, da freue ich mich. Ich würde mal ganz kurz. Hier habe ich's. Warum ist denn hier ein Fragezeichen? Ich gehe mal ganz kurz zu dem Lager. Ich muss mal gucken. Habe ich mir hier was nicht angeguckt oder so? So. Inspektionskarte. Und das habe ich mir bei dem Lager nicht angeguckt, ne? Haben wir jetzt hier noch was? Jetzt habe ich. Okay. Alles klar. Ich muss bei den Lagern auf die Karte mal gucken. Okay, wir gehen mal kurz hier hin. Da können wir gleich mal zum See runtergehen. Vielleicht ist da noch was. Ich habe nur. Hä? Gibt's hier nichts bei dem Lager? Oh, bei dem Lager gibt's gar nichts. Okay. Ich gehe trotzdem mal runter. Wind steht eigentlich ganz gut. Und dann gucken wir mal, ob wir was Schönes finden. Ich würde gern auch bei unserer Lodge mal schauen. Ich hatte mir nämlich mal ein Video angeguckt. Zwecks der. Naja, zwecks der Genetik sozusagen. Oh, da ist was. Eine ganze Herde.
Oh, was bist du denn für einer? Guck mal, der hat einen richtigen, der hat schon ein größeres Geweih. Genau wegen dieser Sache. Und was erwachsen, ausgewachsen und so weiter ist, habe ich vielleicht ein bisschen was gelernt jetzt. Ah, aber der ist schon älter. Ah, ausgewachsen. Der ist schon älter. Der hier, erwachsen. Aber auch bloß ein Stern. Der könnte was werden. Der könnte ein bisschen mehr werden. Erwachsen. Ausgewachsen. Ja, wir könnten den schießen. 250. Wird gar noch ein bisschen näher ran. Aber den könnten wir schießen. Den könnten wir mitnehmen. Ja, wir müssen halt mal gucken, dass der Genpool da vielleicht ein bisschen verbessert wird. Und wir die nicht so guten halt rausnehmen, dass wir möglicherweise gute kriegen. Und das wäre ja ganz hübsch. Ja, den hier würde ich rausnehmen. Der andere, den würde ich lassen. Der könnte noch ein bisschen größer werden. Aber der da. Der daneben eigentlich auch. Der ist noch schlechter. Aber dann nehme ich lieber den mit dem größeren Geweih. Ja, dich da. Okay, die haben das wirklich geändert da unten. Jetzt wird angezeigt, welches Gewehr man nimmt. Warum ruckelt denn das so? Weil ich auf Stein liege oder was? Okay, der geht runter. Alles klar. Sehr schön. Ah, der läuft noch ein ganz schönes Stück. Aber der macht kleinen Abgang. Ich verfolge ihn mal. Vielleicht können wir gleich zu der Stelle hingehen. Und das war's. Na komm. Ja, alles klar, da haben wir ihn. Schön. Ich laufe mal rüber. Und da holen wir uns den Hirsch. Ach, schön. Ich hoffe, wir kriegen heute ein paar schöne Sachen. Und ich weiß gar nicht, wird mir jetzt angezeigt, dass bei der Hütte. Ah ja, bei der Hütte gibt es was Neues. Da können wir eine neue Mission annehmen. Und ich werde hier zu den Sachen nochmal hinreisen. Auch hier zu dem Lager. Die Hütte haben wir, weil ich da in die Karten scheinbar nicht geguckt habe. Da reisen wir dann noch mal ganz kurz hin. Ja. Sehr, sehr gut. Dann nehmen wir das nämlich mit und dann ist das prima. Schön. Fängt gut an heute. Ich bin schon jetzt zufrieden. Ja, wir können uns auch ein bisschen beeilen. Jetzt haben wir ja unseren Schuss schon gesetzt. Ich würde halt irgendwann gern mal einen richtigen schönen 5-Sterne-Elch, Elch oder allgemein ein 5-Sterne-Hirsch oder sowas haben wollen. Das wäre schon nice. Da hätte ich schon Lust drauf. Würde halt auch gern ein bisschen Sachen gern in meine Lodge mal hängen langsam. So, mein Freund. Ja, gut. Bei dir war es eh bald vorbei. Zeig mal her. Schuss von hinten. Sah gut aus. Ah ja, hätte ein Stückchen weiter vorne hätte es sein müssen.
Einschlag ist okay. Die hat halt ordentlich Power, die Knarre, ne? Oh, der ist ja durchgegangen. Durch den durch. Was habe ich denn für eine Knarre mit? Da ist die Jagdwertung natürlich jetzt schlecht. Ach, wir haben noch die Kanone für die Elche. Ja, na klar. Ja, ist die Jagdwertung natürlich jetzt schlechter, aber 14,92%. Der ist gut, dass wir den rausgenommen haben. Ist richtig so. Ja, gut. Verkauf mal. 303. Einmal frei. Freue ich mich. Oh! Die Aufgabe haben wir auch noch. Das wusste ich gar nicht mehr. Hirschmanagement. Natürlich. Rein da. Perfekt. Ja, jetzt verkauft man. 2 von 5. Oh, schön. Gleich für 2 Aufgaben heute. Eine abgeschlossen, eine weitergebracht. Ich freue mich. Okay. Hier oben war nichts mehr. Ich würde gerne ein bisschen erforschen heute auch. Zu mehr, wie soll ich sagen? Zu mehr Lagern gehen, zu mehr Fragezeichen, also das erforschen. Wenn wir unterwegs was sehen, dann nehmen wir das gerne mit. Aber ich würde ein bisschen die Karte mehr aufdecken wollen. Das wäre ganz hübsch, damit wir ja noch mehr Orte bekommen. So, und jetzt? Was bringt mir das, diese Karte anzuklicken? Jetzt ist es hier abgehakt. Aber was bringt mir das? Es gibt keine neuen Fragezeichen oder so, oder? Bin unsicher. Keine Ahnung, was das bedeutet dann. So, wir machen es einfach mal. Da. Ich hänge hier immer bei den Sachen. So, Inspektionskarte. Angeguckt. Tja, keine Ahnung. Weiß nicht, was die zu sagen haben. Ja, und auf die Sachen hier, da müssten wir auch noch. Weil ein. Ach nee, hier sind wir lang gefahren. Ein Skill ist nämlich auch noch, diese Sachen hier zu finden. Diese versteckten Objekte und sowas. Das müsste man noch machen. Wäre wichtig. Ja, und hier eigentlich zu die Hütten könnten wir auch mal fahren. Wäre ganz gut. Eigentlich wäre es mal so cool, wenn wir das Fragezeichen hier mitnehmen und dann hoch zu der Hütte hier einfach mal fahren heute. Und dann mal gucken, was uns da so erwartet. Weil hier unten ist keine, hier müssten wir alles zu Fuß machen. Da würde ich heute mal hochfahren. Und deswegen, wir gehen zurück zur Hütte, gucken, was wir für eine Mission kriegen. Und dann würde ich da mal hochfahren. Und wenn wir unterwegs Hirsche haben oder eine Gruppe, dann nehmen wir die mit. Ich muss mir bloß ein anderes Gewehr einpacken. Ich weiß nicht so richtig, welches ich mitnehmen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde schon eins für große Hirsche nehmen, wenn wir was Großes sehen. Und auch was Kleines. Wie gesagt, man bräuchte am besten 3 Waffen. Das wäre eigentlich ganz gut. Aber wenn wir eh bloß hochfahren, ist es eigentlich auch Wurst. Nee, ich sehe nichts, leider. Gut. Gehen wir mal gucken, was es Neues gibt. So, Computer. Ja, Waffen ist gut. Müssen wir auch mal gucken, was hier stärker ist, weil es kommt ja nicht nur auf die Jagdstufe drauf an. Sondern die Gewehre haben verschiedene Stärken ja auch, ne? Jagdstufe 2. Okay. Ja, die haben wir. Jagdstufe 5. Die erinnert mich an die Kriegswaffen. Vorderschaftflinte.
Ja, ich bin noch sehr unentschlossen. Achso, das sind die DLC-Waffen. Ich bin unentschlossen, welche Waffe ich so richtig mitnehmen soll, tatsächlich. Stinger 900, Jagdstufe 2. Das sind die Flinten. Ja, die sind alle Jagdstufe 1. Auch von den Flinten haben wir halt 2. Ja, wenn ihr Empfehlungen habt, welche Waffen ihr mitnehmt und welche für euch gut funktionieren, sagt mal Bescheid, das wäre echt cool. So, ich wollte gucken, wegen Computer. E-Mail. Was haben wir denn hier? Ja, na guck an. Festival des außergewöhnlichen Geschmacks. Ivan Dobrov. Sehr geehrter Mr. Wallace Elliot Willow, auf der verzweifelten Suche nach etwas Einzigartigem bin ich auf Ihre Website gestoßen. Die grafische Gestaltung Ihrer Website sollte mal ein wenig überarbeitet werden, aber ich habe mich in die Geschichte der Bearden Ranch und ihrer Leistungen verliebt. Ich werde an dem weltweit bekannten Festival des außergewöhnlichen Geschmacks teilnehmen und versuche schon seit einigen Jahren zu gewinnen, aber der Sieg blieb mir bisher immer verwehrt. Ich hatte schon immer einzigartige Ideen, aber es fehlte mir meist an den Zutaten. Jetzt habe ich sie gefunden und bin guter Hoffnung. Oh ja. Ich werde Bärensteaks mit Chimichurri-Soße zubereiten. Das klingt nach einer seltsamen Kombination, aber darum geht es ja beim Wettbewerb. Und ich habe eine geheime Zutat für diese argentinische Soße, nämlich Honig aus dem Nez Peak Valley, von dem sich die Schwarzbären in ihrer Gegend ernähren. Ich weiß, dass die meisten Menschen gegenüber Bärenfleisch vorsichtig sind und Vorurteile über Krankheiten und Parasiten haben, die es verbreiten könnte. Selbst Jäger können skeptisch sein und halten Bärenfleisch für gefährlich. Mein Kochrivale hat sich einmal mit Trichinose angesteckt, aber der Schlüssel liegt bei der Zubereitung des Fleisches. Ich weiß von Ihrer Website, dass Sie sorgfältig bei der Verarbeitung von Wildfleisch sind. Warum ist Bärenfleisch gefährlich? Also Krankheiten verstehe ich, aber ist das besonders anfällig oder so? Warum ist das so? Ich habe viel über ein mögliches Gerücht gehört, dass sich in Ihrer Gegend eine Krankheit ausbreiten könnte. Aber ich habe beschlossen, Ihrem Urteil zu vertrauen, dass das Fleisch sicher ist und die Idee, Bärenfleisch von der Bearden Ranch zu bekommen, klingt unwiderstehlich. Ich hoffe, die Junioren werden es auch zu schätzen wissen. Ich erwarte bald eine Lieferung von Ihrer Ranch. In ewiger Dankbarkeit, Ivan Dobrov. Okay, ja. Nimm die Mission an. Let's go. Oh, Bären müssen wir jagen. Uiuiui. Naja, wir haben hier haben wir schon eine Bedürfniszone halt gefunden, und zwar das Essen der Bären. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Da könnte man mal gucken. Und wir haben hier oben, haben wir auch einen Bär schon gesehen. Und hier unten am Wasser haben wir auch einen Bär schon gesehen. Das ist der hier, ne? Ja, genau. Da haben wir auch schon mal einen geschossen. Da müssen wir halt mal gucken, ob wir da Glück haben, wenn wir hier wieder runterlaufen oder sowas. Wäre gar nicht mal so doof. Also wir haben auf jeden Fall drei Spots schon, wo wir uns Bären angucken könnten. Oder wo wir sie finden könnten. Ich würde allerdings, wie gesagt, ich würde mal hier hochfahren. Bis zu der Lodge hier hinten. Da haben wir ein bisschen was mehr freigeschaltet. Und da hinten ist halt auch noch ein See. Da könnte auch noch schön was dabei sein. Und wir können uns hier in der Gegend mal ein bisschen umgucken, ob die noch mehr Gebiete haben. Also hier der Bär. Weil irgendwo muss er ja auch trinken hier. Vielleicht geht er zum Trinken hier hinten hin. Und ja, da würde ich mich mal ein bisschen umgucken. Wäre vielleicht gar nicht mal so doof. Und da würde ich, wie gesagt, mit dem Auto jetzt einfach. Und hier hochfahren. So wäre der Plan. Da bleibe ich aber gleich mal bei der Knarre hier. Und ich nehme einfach Opas altes Gewehr mit, oder?
Das ist Jagdstufe 4. Und mit dem können wir auch Jagdstufe 3 schießen, weil das nicht so stark ist. Wenn ich richtig liege. Weil ich muss sagen, auf Enten oder so habe ich jetzt gerade überhaupt keine Lust mehr. Also die Enten, die haben mal so viel geschossen. Ja, ich würde Opas altes Gewehr einfach mitnehmen. Ich weiß gar nicht. Was haben wir da jetzt drauf? Einfach bis 7. Können wir da ein anderes draufsetzen? Das hier könnte man doch draufsetzen. Ist doch viel besser. Und das haben wir, ja, das haben wir auf dem großen. Ja, würde ich mal so machen. Braucht man noch was? Wie viel Geld haben wir überhaupt? 1600. Oh, wir müssen ein bisschen Geld machen. Ich würde mir gern die ganzen Locker und sowas kaufen und die versuchen auch ein bisschen zu leveln. Ja. Ja. Vielleicht sollte man weiter auf Elche gehen erstmal. Aber ich würde mal hochfahren. Und vielleicht sind unsere Hirsche auch da. Weil die Herde ist ja sonst immer hier. Warum sollten die nicht mal wiederkommen? Das da unten ist neu, oder? Dass ich sehe, was ich gerade als Ausrüstung habe. Das gab es doch in den vorhergehenden Folgen nicht. Na, Fuchs. Wo ist er? Da unten. Hinterm Hügel oder was? Ja, der ist doch nicht hier vorne, oder? Der ist. Ah, oh, die sind hinter dem Hügel da. Immer wieder. Aber die sieht man da echt beschissen. Irgendwo da unten sind die. Die sieht man ja im Wald aber so beschissen. Das ist echt kacke. Ich würde gern mal einen schönen Fuchs erlegen. Also. Da hätte ich überhaupt nichts gegen. Aber wie gesagt, die sieht man echt beschissen. Hat bisher auch bloß Glück gehabt, wenn die mal auf der Brücke vorne waren. Oder wenn wir die zufällig im Wald gesehen hatten. Ich versuch's. Ich guck mal, ob ich ihn sehe irgendwie. Wie gesagt, wir haben ja Opas altes Gewehr mit. Mit dem durften wir das eigentlich ganz gut hinkriegen. Die sind Jagdstufe 3 und mit dem haben wir Jagdstufe 4. Das sollte eigentlich funktionieren. Damit ist 3 und 4 abgedeckt. Ich kann halt jetzt bloß keine Enten oder sowas schießen oder wirklich Kleinwild. Ich hoffe, der bleibt da noch ein bisschen. Wenn ich hier über einen Hügel komme und den tatsächlich sehe, das wäre ja krass. Aber wir sind bestimmt zu nah dran. Ich muss es versuchen. Ganz ruhig. Seht ihr was? Die sieht man auch super beschissen, ne? Rotfuchs, da. Zwei. Weiblich, erwachsen, männlich, 2 Sterne. Ah, der könnte noch besser werden. Aber ich würde schon gern Rotfuchs mal schießen. Muss ich echt sagen. Okay, sie haben uns nicht gehört. Aber er ist erwachsen. Er ist nicht ausgewachsen. Der könnte noch besser werden. So eine Geräusche macht der Rotfuchs? Okay, krass. Der könnte noch ein 3-Sterne-Rotfuchs werden. Das wäre so ein gutes Ziel gerade.
Soll ich schießen oder nicht? Was meint ihr? Unsicher. Oh Mann. Ich weiß nicht. Er ist erwachsen. Ich lasse ihn mal und wir gucken morgen nochmal vorbei. Wie spät haben wir es? 12.28 Uhr. Wir merken uns das mal. Wir merken uns mal 12.28 Uhr. Ich will das nämlich mal ein bisschen testen, wie sich das verhält. Warte mal, ich nehme mir ganz kurz einen Zettel. Ich will nämlich mal ein bisschen testen, wie sich das verhält. Der kann ja jetzt noch besser werden. Wenn ich den bis morgen lasse, vielleicht ist der morgen ein 3-Sterne-Fuchs und dann ausgewachsen. So, 12.28 Uhr. Und dann gucken wir mal. Ja, ich würde einfach morgen mal gucken. Und wir gehen zurück zur Lodge und fahren mit dem Auto. Ja. Ich bin gespannt. Ich muss das mal ein bisschen auschecken, wie das funktioniert hier mit den... mit der Genetik und sowas, damit wir bessere und schönere Trophäen kriegen. Und vor allen Dingen, wie das auch ist mit dem Weibchenschießen und sowas. Wenn ihr da noch Tipps habt, gerne raushauen. Wäre interessant. Wenn ihr selber spielt oder sowas, dann gerne mal Bescheid geben. Das würde mich schon sehr interessieren.